Und der spielt natürlich von Anfang an. Filip Kostic für 14 Millionen aus Stuttgart geholt. Der serbische Nationalspieler soll den HSV über Außen variabler und druckvoller machen. Denn da bestand akuter Handlungsbedarf. Überraschung auch durch FSV-Trainer Thorsten Ziegner. Er hat für den ersten Pokaleinsatz seit 18 Jahren Top-Angreifer Ronny König zunächst mal auf die Bank gesetzt. Partie beginnt mit einem sofort präsenten HSV. Das ist Müller. Keine zwei Minuten vorbei. Brinkis stark, Nikolai Müller. Das Kostic-Pendant auf rechts. Brinkis, die neue Nummer 1 in Zwickau. Bruno Labbadia als Trainer schon zweimal im Pokalfinale. Beide Endspiele wurden jedoch verloren. Als Spieler Pokalsieger 1990. 10 Minuten rum. Freistoß HSV. Gregoric. Dann Kostic einmal. Und er versucht's ein zweites Mal aus allen Lagen. Jeder Angriff der Hamburger läuft über ihn. Geht vorwiegend in eine Richtung. Fehler von Miatke gegen Müller. Müller mit Hand. Bisschen verunglückt. Und da kommt Wurt. Brinkis. Er kam aus Rostock nach Sachsen. Wood aus Berlin nach Hamburg für 3,5 Millionen Euro. Zwickau, wie erwartet, ziemlich unter Druck. Allerdings nicht in allzu großen Schwierigkeiten bis dahin. Nächster Freistoß HSV. Hand und Achtung. Gregoric, Brinkis, super. Aber zuvor abgepfiffen. Denn der Unparteiische hat da ein Foul gesehen von Jung an Niedfeld. Halbe Stunde absolviert. 0:0. Der HSV marschiert über Giroud. Kostic macht er gut auf Müller. Miat geblockt. Thorsten Ziegner hat noch keine Torchance seiner Mannschaft gesehen, die in dieser Phase jetzt doch immer stärker eingeschnürt wird. Müller. Sakai. Wieder Müller. Duell mit Miatke, Müller und Patrick Göbel. Oje, Gregoric, hier kommt er. Achtung, Brinkis. Na, das wäre es ja gewesen von Patrick Göbel. Und dann Gregoric, größte Gelegenheit. Sehr agil der Müller. Göbel völlig unbedrängt, will offenbar zur Ecke klären. Und im Nachschuss erneut Gregoric. Brinkis zunächst mit Glück, aber eine souveräne Nummer 1. Kurz vor der Pause, dann zweite Ecke Zwickau. Patrick Göbel, viel Bewegung vor dem Tor von Adler. Göbel und keiner will ihn, auch der Kapitän nicht. Wäre gut positioniert gewesen, Toni Wachsmuth. Die klarste Gelegenheit für den FSV. Auf der anderen Seite immer wieder Kostic. Viel Platz jetzt. Auf rechts für Müller. Sakai. Hand. Schauen Sie, das ist gut. Zwei Linien überspielt und Sakai. Brinkis. Letztes Jahr in Jena. Ganz schwach der Sakai. Beim Pokal. Hier auch dank einer hohen Packing-Rate völlig frei vor Brinkis. 0:0 zur Pause vor den Augen von Jürgen Kreu, der ehemalige Nationaltorhüter der DDR, 1976 Olympiasieger, 372 Spiele für Zwickau. Das ist eine echte Legende. Gute Stunde rum. Zwickau bringt mit schlicht eine frische Offensivkraft. Frick geht raus und auch der HSV wechselt. Müller wird ersetzt und zwar durch Halilovic. Das ist das Talent, das vom FC Barcelona geholt wurde. Der Bundesligist jetzt aber schon seit längerem nicht mehr vor dem Zwickauer Tor zu sehen. Kostic da mal wieder. Wood und Brinkis. Aber Kostic setzt nach, kommt noch mal.
Und dann nie abgeklärt. Ziegners Team verteidigt leidenschaftlich, macht das richtig gut. So einen Kostic kann man natürlich nicht komplett ausschalten und immer wieder bringt es. Aber auch Zwickau versucht jetzt mal was. Schlicht und König, inzwischen ebenfalls eingewechselt. Lange. Hier Mijatke. Fehler von ihm. Das ist er. Halilovic. Erste Szene. Halilovic. Ein Traumtor. Halb Europa hat den gejagt. Jetzt wissen Sie, warum. Den Ball in der Vorwärtsbewegung verloren und dann ist er nicht zu halten. Technisch eine Augenweide, keine Chance für Brinkies. Ein Top-Joker-Tor, 8 Minuten ist er ja erst auf dem Platz. Zudem allerdings der erste richtig grobe Abwehrschnitzer der Sachsen. Halilovic mit hohem Tempo und sehr hoher Präzision. Das ist der neue HSV. Da hat Labbadia ein gutes Händchen bewiesen. Schwierige Minuten für Zwickau. Der HSV will jetzt natürlich schnell nachlegen und alles klar machen. Jung mit Wut. Nochmal. Und Pfosten. Und Gregoric. Wahnsinnsparade. Eine irre Parade von Brinkies. Ein großartiger Reflex. Die Hausherrin ein wenig aus dem Rhythmus. Aber was Brinkies dann gelingt, ist einfach hier überragend. Schlussphase. Freistoß. Patrick Göbel. Der Spezialist. Und dann gibt es noch eine Chance. Da ist sie von Wachsmuth. Adler hält. Und wie der Kapitän Toni Wachsmuth, schon der Aufstiegsheld, entscheidendes Tor gegen Elversberg. Aber das hätte eine noch größere Bedeutung gehabt. Adler, ein gebürtiger Sachse übrigens, ähnlich stark wie zuvor der Brinkies. Nachspielzeit, Labbadia schon ein wenig unruhig jetzt. Alles um und im Strafraum des HSV. Auch Brinkies, Göbel nochmal. Hand dazwischen. Wood direkt auf Mijatke. Und dann ist Schluss. 1:0 für den HSV. Es ist verdient, aber es war auch ein hartes Stück Arbeit. Der HSV ist ein großartiger Verein und ich bin sehr froh, dass ich hier sein kann. Ich hoffe, es wird eine gute Saison für die Mannschaft und für mich. Die Jungs haben das mit viel Kampfkraft und Leidenschaft wettgemacht. Und deswegen ist es so schade, so knapp zu verlieren, aber ja, wir werden wiederkommen und versuchen, nächstes Jahr dann wieder im DFB-Pokal dabei zu sein. Zwickau hat sich super verkauft, hat Werbung gemacht in eigener Sache. Und es wird sicher keine 18 Jahre mehr dauern bis zum nächsten Pokalspiel.